デガローミエルモーラムドレモールウロトーリムラギーモンロラーグシュラルードリモジートガラモザーラ。リラメーガクテスローイキムイラルーゼラムトファーリダガラメドネクーラグエスーリラグシスホーイスゲレナーロJa, Leute, und damit herzlich willkommen zur goldenen Rettein. Ja. Oh, simple Blitzbomben. Nehme ich mal mit. Ja. Ein weiteres der DLC-Monster, das in der ersten Welle ist. Sollen ja so 4 Wellen sein, ne? Naja, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es erstmal 4 Wellen mit. Kann ich die von hier oben aus anfeuern? Nein, komm runter da. Hier die Fotos, falls ich sie noch nicht eingeblendet habe. Was haben wir denn hier zur Verfügung? Eine Schlafkröte und eine Puppenspinne. Ach, und oben wäre eine arme Pantex gewesen. Oh, und zack, vergiftet. Du brennst auch. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich genug gerollt. Warte, ich gehe nochmal mit dem simplen Teleporter zurück und hol Fassbomben. Wenn hier schon eine Schlafkröte ist. So, Kai. Die Schläfer ist jetzt ein. Das wäre sehr nett. Geh weg von mir, du störst. Lass mich wenigstens weg. So, auf der linken Seite ist der Rücken. Dann habe ich es wenigstens etwas leichter hinzubrechen. Weil das wird wahrscheinlich meine Aufgabe. Ja, davon ist auszugehen. So, Schrapnell ausgerüstet. Hockschuss. Ein bisschen weggehen und Feuer frei. Das müsste doch auf jeden Fall gut Schaden gewesen sein. Wie oft willst du noch schreien? Sind ja eigentlich... Ah, da sind Explosionskäfer an der Wand. Was für eine Waffe hast du dabei? Ich hab Donner, ich könnte die aufladen. Ja, mach die mal auf Donner. Ich habe eine Puppenspinne. Und wir können sie wahrscheinlich zweimal in diese Quest einsetzen. Da. Einmal aufladen. Dann stelle ich mich dahin. Ja, bäh. Hast du doch noch mehr aus. Ja, komm, komm hier. Komm mit dir. Ist das Vieh gerade ausgerastet? Ja. Das ist wütend. Ziemlich wütend. Die sollte nah genug stehen. Rein da. Hallo. Du müsstest weit genug wegstehen, dass sich Streu nicht trifft. Es ist direkt wieder umgefallen wegen Donner. So, ein bisschen näher rangehen, dann treffe ich auch besser. Und Gift! Die Giftkönigin ist zurück. Freie Mahlzeit und Wirkbereich, wenn man richtig viel Gegengift braucht. Praktisch. Kai, du machst das. Ich kann nicht kämpfen, ich esse meinen Fisch. Warum? Weil ich nicht sterben will. Goldene Rettein und den werdet ihr auch noch sehen. Silberne Rathalos sind übrigens immer so High-End-Viecher. Also die kommen wirklich immer so am Ende des Spiels immer. Hier waren sie aber DLC. Aber vom Prinzip her stimmt der Satz ja trotzdem. Aua, schon wieder. Und erwarteterweise kommen. Ich habe sie schon erwartet, dass sie in einem von den DLCs kommen, weil die immer irgendwie in den Spielen dabei sind. Ja, also ohne goldene Rette und silberne Rathalos gibt es kein Monster Hunter. Jetzt hör mal auf, mir hinterher zu schießen. Klotz da rein.
genau wie die Originale sind die eigentlich in jedem Monster Hunter Spiel vorhanden. Genauso wie in jedem Monster Hunter Spiel immer irgendein eigener Raptor sein muss, hä? Warum spendest du immer mein Gesicht? Um diese komische Drehung zu machen. Jetzt hast du die mit der Blitzbombe aus meinem Hieb rausgezogen. Entschuldigung, aber die hätte mich sonst verprügelt. Na, passt schon. Ich hatte ja Schaden drauf gekriegt, aber er ist deutlich geringer ausgefallen, als er eigentlich hätte sein können. Die untergehende Sonne, die sollte ich auch ein bisschen häufiger nutzen. Die macht nämlich, dass meine Schüsse erstens stärker sind und zweitens diesen ich kann auf dich drauf Effekt haben. Danke, du hast mich gerettet. Unbeabsichtigt die Heilblase mitgenommen. Deswegen sage ich ja, du hast mich gerettet. Oh, shit. Ich weiß schon, wo ich von dir ein Foto haben will. Ja. Mach das nochmal, bitte. Katze, mach was! Au. Nimm du sie dir, ich geh mal eben die Käfer hier hinten ändern. Ja, ich hab nämlich nichts zum Donnern. Ich hab hier hinten, der ist ein zweites Explosionskäfer-Ding. Ja, ich will nur meine Seilkäfer aufbrauchen. Ah, okay. Können wir der ja ein bisschen mehr Schaden reindrücken. Ach, heb doch nicht ab, du doofe Plunzer. So, und hau mich jetzt bitte mal 2 Sekunden lang nicht. Ich muss nämlich gerade meinen Fisch essen, weil ich auf Hardlack bin. Ah, ich hab den Kopf nicht getroffen. Brötzke. Jetzt habe ich ihn getroffen. Bleib liegen. Denk ich mir auch gerade. Nein, lass mich! Ich schmecke nicht! Vertrau mir! Der andere schmeckt viel besser. Ich habe ein Foto, wie sie dich verprügelt hat. Von irgendwas brauche ich ein Foto. Den Spieß kann ich umdrehen, das kann ich auch. Du wartest nur darauf, dass sie mich haut. Vielleicht ein bisschen. Geh weg von mir. Ich will mich nur heilen. Ich will nur mein Gift trinken. Ich will Gift trinken. Ja, nee, ist klar. Ich will ein Gegengift trinken. Ich habe ein Foto geschossen, aber wurde instant rausgeprügelt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich ein Foto gemacht habe. Wie groß ist deine Reichweite, Lady? Sehr hoch. Deswegen sind sie auch immer so diese High-End-Viecher. Die man wirklich erst gegen Schluss bekämpft. Stein, schütz mich! Braver Stein. Bleib stehen. Na gut, dann nehme ich das so. Was passiert, wenn du dir in dem Hutmodus auf den Kopf zimmerst? In diesem Silberfeuermodus. Okay, dann fällt sie um. Das habe ich bisher gar nicht gesehen. Ich glaube, jetzt dieses Silberfeuermodus, nenne ich den jetzt mal, ist auch neu drin. Hui! Hilfe! Es will mich! Ich will nicht! Du sollst mich doch nur mit... Ich schmecke nicht! Hau ihn! Der sieht doch köstlich aus in seinem blauen Anzug. Nein! Nur weil seine ihre Flammen blau sind, muss sie nicht blaues Essen mögen. Sieht doch total grausig aus in meinem weißen Anzug. Nee, das ist so einladend. Wie sieht das in dein Anzug noch rein ist? Blitzbombe. Hat dich genutzt. Und trotzdem looten, ha!
glaube, ich werde ein paar Mal Munition nachfüllen müssen. Haben wir genug Teleporter da? Komm hier rüber, deine Katze hat was Nützliches getan. Ich würde ja gerne, aber da steht was in meinem Gesicht. Und sie ist wieder im Silberfeuer. Ich brauche nicht dahin. Du kommst, freiwillig hier. So, als ob du dich genau so gedreht hast. Der letzte Schlag ging nach hinten los. Nein, nein! Ich muss das nutzen, sonst wäre ich tot. Ich wollte ein Foto davon. Ich habe zwar eins, aber ich habe nur das Feuer. Ich will mal sagen, das, wo ich rausgeprügelt wurde, das war nicht wirklich ein Foto. Also ein Foto habe ich noch. Ich weiß nämlich nicht, ob ich wirklich ein Foto dabei geschossen habe. Golddraht hier am Überstachel. Das ist schön. Der ist nett. Den werde ich sicherlich nochmal gebrauchen können. Wie im Break war der auch so viel. Und der Schrapnell mehr. Warum ich? Weil du köstlich bist. Auf meiner Stirn steht nicht Mr. Köstlich. Du hast eine Mönchskralle auf dem Kopf. Du siehst, die sieht lecker aus. Das für lecker halten. Bräuchte mal einen Seilkäfer. Ist ja irgendwo noch zufällig einer rum. Ja, hier direkt vor mir ist noch von den Katzen. Ja, danke. Ist deine Katze, meine die sind macht eigentlich die so getimed, dass du sie genau dann immer einsammeln kannst. Wenn deine gerade leer sind. Meine Katze macht die nicht mehr, leider. Ich habe den Effekt rausgenommen für die Krafttrommel. Für noch mehr Power. Der Ring da ist übrigens von mir. Ich weiß. Kein guter Winkel. Jedes Mal stehe ich an der falschen Stelle für so eine Aktion. Ich wollte davon auch ein Foto machen, aber ich stand auch kacke. Das war warum stehe ich eigentlich nicht zu meinem eigenen Schutz? Das hier auf. Ich bin ein verdammter Schütze. Ich will einen Schutz haben. Dann stell du deine Fallen, ich hab welche mit, wenn sie fangbar ist, können wir meine benutzen dafür. So, ich habe euch mal geboostet da hinten. So, komm her. Zack, zack, zack. Ich knack dir auch die Flügel noch, wenn es sein muss. Der Rücken ist auf jeden Fall Fratze, oder? Das, ja, das ist der Rücken. Die Flügel haben ihre Spitzen noch. Ha! Loser! Und das waren die Flügel. Das war der rechte Flügel, meinst du? Sind das brechen die separat bei der? Die, bei der normalen? Die brechen auch bei der normalen separat. Das hab ich, ist mir nie aufgefallen. Dass die bei der normalen auch separat brechen. Da flog ein Kai. Wie ist es so durch die Luft zu segeln? Oh, es geht eigentlich. Hat Kräutermedizin. Habe ich immer dabei, wenn ich gegen Giftgegner kämpfe. Ist schneller einzunehmen als gegen Gift. Ja, macht Sinn. Ich glaube, das muss ich mal wechseln. Außerdem heilt das sogar ein bisschen. Habe Katze? So habe ich sie nicht am Hals. Ganz ruhig in der Luft schweben. Dein Flügel treffe ich trotzdem. Katze, du bist gerade mega nützlich. Und das meine ich nicht mal sarkastisch. Hätte ich schön, schön an Position. Ja, so kann ich gut treffen. Aua. Die auch. Sie weiß auch, wie man trifft. Komm, Flügel nicht noch. Den Flügel noch kaputt kriegen. Um den musst du dich kümmern, an den komme ich so bei weiß Gott nicht ran. Ja, der sagt sich so leicht. Komm mal her. Dreh dich.
glaube, ich habe den Schweif irgendwie aus Versehen getroffen. Das funktioniert auch. So, jetzt gucken, ob der bricht. Ja, okay. Katze. Jetzt muss ich nur noch in Schockfalle. Ich warte jetzt nur noch. Ach verdammt, du hast auch noch eine. Ich wollte jetzt eigentlich noch auszögern. Und als nächstes kommt der Seefahrer nicht dran, der ist noch schlimmer, aber der hat glaube ich weniger Gift. Und dafür hat er mehr Feuer. Richtig. Ja Leute, das war's mit der goldenen Rettheine. Ich hoffe, euch hat die Jagd gefallen. Wenn ja, ein Like da lassen, ein Abo, natürlich ein Kommentar wegen dem Fotowettbewerb und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!